Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten in der Tat zu diesem wichtigen Thema anfangs eine sehr sachliche und der Thematik angemessene Debatte. Und ich verwahre mich persönlich massiv, lieber Herr Kollege Walter, erstens gegen den gemachten Vorwurf einer, wie hatten Sie es formuliert, Rechtsaußenpolitik, die wir im Rechtsausschuss gemacht hätten, und zum anderen noch viel mehr gegen die Unverschämtheit zu behaupten, die Freien Demokraten hätten, und zwar zu einer Zeit, als Ihre Partei nicht einmal existierte, aktiv die Rehabilitierung von Homosexuellen und die Abschaffung des 175 verhindert. Sie haben es ja im Wortprotokoll, Sie haben von einer aktiven Verhinderung gesprochen. Und die Partei des Karl-Hermann Flach, des Lord Dahrendorf und Werner Mayhofers, die allesamt seit 1971 genau dieses Thema betrieben haben, die muss sich so etwas nicht gefallen lassen.